Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am Dienstag, den 1. November 2022. Die kalte Jahreszeit beginnt. Die dunkle Jahreszeit beginnt. Ja, hört sich jetzt nicht sehr positiv an, aber das hat doch auch seine schönen Seiten. Jetzt schauen wir mal. Ja, da ist ein Haar. Wir haben Gespräche, aktiver Fluss, Entscheidung und die Wahrheit. Ist für den 1. November, ja, vielsagend. Denn da sind die Schleier ganz dünn, wie man sagt. Und wir können Gespräche führen, heißt es, auch mit unseren Verstorbenen. Deswegen feiern wir Allerheiligen. Also soweit ich das weiß, ich weiß nicht, was die Kirche sagt. Im weltlichen Sinn haben wir hier viele Gespräche, die fließen, die man sprechen lässt, die lang sind. Denn Gespräche im Fluss sind lang. Und in diesen langen Gesprächen wird eine Entscheidung getroffen, eine Entscheidung der Wahrheit. Schauen wir mal. Die Gespräche führen um einen, spricht man, sagt man, gehen um einen Neuanfang mit weniger Entscheidungen oder mit weniger Entscheidungsträger. Mal gucken. Oh, der aktive Fluss ist die Zauberin und das ist jetzt schon mal sehr, sehr hervorragend, denn hier heißt es, diese Gespräche, die hier geführt werden, sind geführt. Geführt von der Wahrheit. Also das ist schon mal sehr schön. Und die Wahrheit ist die Gesundheit. Die Wahrheit, also die Gesundheit, die alles, die Wahrheit, die alles gesund macht, so rum geht's. Und hier ist es mit Sicherheit weniger Lügen, weniger Blockaden und so weiter gemeint. Denn das hier sagt, die Wahrheit fließt und man spricht drüber. Die Wahrheit fließt, dass wir es merken in uns. Jeder von uns hat diese Zauberin, hat diesen Bereich in sich, wo er spürt. Die Wahrheit spürt. Und diese Wahrheit zu spüren, macht gesund, bringt Gesundheit, lässt gesunden, sage ich jetzt mal. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, wir selbst, der weibliche Aspekt, die Benachteiligung und der Selbstbestimmung. Das geht hier um das, wo es in letzter Zeit ganz oft geht. Wir entscheiden, jeder für sich. Wir spüren den Fluss in uns, wir spüren die Wahrheit in uns, die... Das ist so eine Art Macht, sage ich jetzt mal, eine Energie, die sehr mächtig ist, die aktiviert werden kann und wird in dem Fall, und zwar durch und mit der Wahrheit. Du entscheidest, ob du die fließen lässt, ob du die hören willst oder nicht. Hier ist der weibliche Aspekt neben der Dame. Das heißt eben, das ist eine gefächerte Wahrheit, die hier Benachteiligungen aufdeckt. Und wir sind gerufen, hier selber ins Tun zu kommen, selber zu bestimmen, was sein soll. Im Kleinen sind es hier Gespräche, die die Wahrheit an den Tag bringen. Das müssen keine Streitgespräche sein, das sind ja, vielleicht irgendwelche Probleme, wo man sich mal hinsetzt und mal drüber spricht. Und da kommt dann die Wahrheit raus, die wir erkennen, die wir sprechen, die uns gesund werden lassen. Gesund werden lassen in dem Sinn, dass wir es verstehen, dass wir den Hintergrund erkennen und auch die Wahrheit darin erkennen.
Und dadurch ist auch die Benachteiligung, die eventuell in solchen Gesprächen oder vor solchen Gesprächen angenommen wird, empfunden wird, weg, weil die werden gesund, weil man erkennt, dass man eben nicht benachteiligt wurde, sondern dass der andere da ganz was anderes dabei gedacht hat oder. Es ist jetzt vollkommen egal. Und das Einzige, was mir nicht so ganz klar ist, ist das weniger Neuanfang der Dame. Da wollen wir jetzt bitte das auch nochmal sehen. Lange Zeit, komm, Schmerz in der Familie. Ja, okay. Also, hier ist ein Neuanfang und immer weniger Kummer und Schmerz in der Familie, die diese Gespräche der Wahrheit aufdecken. Denn wenn man nicht über Probleme spricht und die immer nur in sich reinfrisst, und sei es, dass eine Mutter sich Sorgen macht um ihre Kinder, eine Frau sich Sorgen macht um ihre Ehe, um ihre Beziehung, um ihren Mann, um einen Mann, um seine Frau und so weiter. Wenn man nicht darüber spricht, frisst man das in sich rein. Und man glaubt zu wissen, was das hier ist. Jedoch ist es so, dass du es nur aus deiner Sicht wissen kannst. Und da höre ich ganz oft oder eigentlich immer, ja, mein Mann ist das vollkommen egal, was mit der Familie passiert, zum Beispiel. Also nein, sowas in der Art, also nicht diese Wörter, sondern ich meinte, dass man annimmt, zu wissen, warum und wieso der andere das so macht. Also in dem Fall, ja, dem Mann ist das völlig egal. Der merkt das gar nicht, dass er mir so weh tut. Oder jetzt habe ich meine Kinder großgezogen und jetzt lassen sie mich alle im Stich, denen bin ich vollkommen wurscht. Oder. Man hat nie darüber gesprochen, folgedessen nimmt man das an und baut auf dieses Angenommene von dir einen, ja, Kummer und Schmerz auf, einen Groll auf, je nachdem. Wenn man dann darüber spricht, mit der ganzen Familie oder mit den Menschen, wo es angeht, in Ruhe, im Fließen, dass jeder sprechen darf und dass jeder aussprechen kann, erkennt man vielleicht, dass der Mann gewusst hat, dass er dir damit wehtut, aber aus irgendwelchen Gründen glaubte, es ist besser so. Aus welchen Gründen auch immer, dass die Kinder ihre eigenen Probleme haben und dich nicht belasten wollen damit und deswegen weniger kamen oder. Denn jedes Problem, was du hast, siehst du nur aus deinem Blickwinkel, immer nur. Und du nimmst an das. Und keiner, überhaupt kein Mensch kann wissen, was ein anderer Mensch denkt. Ich kann es vielleicht ahnen, aber wissen tue ich gar nichts, weil ich nicht dieser Mensch bin und nicht diese Empfindungen habe. Und darum ist hier ein sehr offenes, fließendes Gespräch der Wahrheit, wo jeder sagen darf, was wirklich ist. Und das ist getragen. Das ist getragen vom Fluss, dass die Wahrheit wirklich rauskommt. Und das heilt. Und dann merkt man, dass das eine oder andere gar nicht so gedacht war von demjenigen oder. Und die Benachteiligung ist, egal wie man sie gedacht hat, wäre dann komplett weg. Und die Selbstbestimmung heißt, du entscheidest, nimmst du diese Gelegenheit, die uns die nächsten Tage geboten werden, wirklich in Gespräche zu kommen, wo auch die Wahrheit fließen darf. Oder lässt du es außen vor, nimmst es weniger. Das ist deine Entscheidung. Du wirst diese Gespräche nicht verhindern können. Und das Problem ist, dass diesen Gesprächen, die jeder von uns schon mal hatte, auch immer, oder bei mir bis jetzt immer auch rauskam, dass auch ich eine gewisse Schuld getragen habe. Ist egal, wo die war. Einfach durchs verkehrte Denken. Und dadurch ja auch Leid verursacht habe. Und wenn das die ganzen Familien, die ganzen Beteiligten mal klar wird, dass man sich gegenseitig Leid zugefügt hat, weil man dachte, der andere, weil man nie darüber gesprochen hat, dann kann man das Ganze auflösen. Aber es ist eine Selbstbestimmung. Kein Mensch muss das tun. Die Energien fließen hier, dass hier sowas begünstigt wird. Dass du sowas am Schopfe ziehen kannst. Schopfe ziehen kannst? Und Schopf backen kannst, so heißt es.
die Gelegenheiten werden sich bieten. Und das ist nicht nur Familie, das ist auch Freunde, das ist Freundeskreis und. Es ist auch die geschiedenen Ehepartner oder. Da gehört überall drüber gesprochen. Und wenn man dann mit dem weiblichen Aspekt, der hier liegt und der das, die Zauberin mit dem Fließen ja schon sagt, hier wird wirklich die Wahrheit gesprochen und alle Winkel angesehen, dann kannst du viel, viel mehr verstehen. Also das ist eine Energie, die uns alle helfen will, zur Wahrheit zu kommen, helfen will, dadurch auch in die Gesundheit der Familie, in Gesundheit von dir selbst zu kommen. Denn so ein Kummer, der lange Zeit ist, so ein Gram und Schmerz, den du in dir trägst, wird irgendwann eine Krankheit. Und darum ist Wahrheit immer die Gesundheit. Diese Möglichkeit hast du. Du bist selbstbestimmt, ob du das nimmst. Die Tage sind gut dafür. Wir sollten das auch irgendwo im Außen spüren und sehen. Also selbst wenn wir selber sagen, nee, ich rede nicht, solltest du es woanders mitkriegen können. Also wir sollten auch im Außen irgendwie merken, dass sich hier was dreht, dass hier eine Wahrheit zu fließen anfängt, die anfängt zu gesunden sein. Denn das ist es nicht nur für uns klein, das ist auch in ganz Deutschland, also für die deutsche Familie, sage ich jetzt einfach, oder alle Deutschsprachigen, vollkommen egal, müssten wir auch auf größerer Bühne das hier spüren, dass hier anfängt, die Wahrheit zu fließen. Und das würde ich jetzt schon mal sehr begrüßen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Feiertag und Dienstag. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine kleine Auflage machen lassen und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte, mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch
für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.